Also, aus mit der Sprache. Wer bist du und wer hat dir den Tipp zu unserer Zentrale gegeben? Ich bedauere. Aber es ist in unseren Kreisen ja nicht üblich, einen vertrauensvollen Informanten bloßzustellen. Gut, wie du willst. Bring ihn ins Labor. Auf die harte Tour wird er schon reden. Wieso? Mach endlich die Klappe auf, du Edelganove! Noch einen! Und noch einen! Ach, jetzt wird mir das zu dumm. Wir haben schon die ganze Nacht verdrödelt. Los, hol das Mädchen! Ich bin Graf Joster. Ach nee, nicht der Kaiser von China? Leider war der Joster gestern Nachmittag noch in Lausanne und da warst du schon lange hier, mein Junge. In Lausanne spielt mein Chauffeur meine Rolle. Ich wollte sie beunruhigen. Na, so ruhig war ich lange nicht. Das glauben Sie mir doch. Der Name Teriso in den falschen Pässen ist aus den Buchstaben von Joster zusammengesetzt. Mein Freund besorgte die Pässe im Rathaus. Alles Geschwafel. Ach, schade, jetzt musst du doch zusehen, wie die Puppe... Tanja! Sie kennt mich. Ist zwar lange her, aber vielleicht erinnert sie sich. Das werden wir ja gleich haben. Tatsächlich. Sag mal, der ganze Zauber nur wegen diesem jungen Gemüse da? Wenn Sie es auch nie begreifen werden, so ist es. Sag mal, hast du die Polente verständigt? Das konnte ich natürlich nicht, bevor ich wusste, wo Sie Tanja festhalten. Immer Kavalier, ich sag's ja. Dafür kriegst du jetzt auch eine feine Hochzeitsreise auf meiner Yacht. War doch dein Wunsch, nicht wahr? Also, ihr beide könnt jetzt abreisen. Bloß ankommen werdet ihr nirgends.